Guten Morgen, ihr Lieben. Auffälliges Amt, mahnt Reisenden zu besonderer Vorsicht. Ja, wir sind hier in Sri Lanka, in Tangale. Gleich werden wir frühstücken. Ja, und das Komische ist, irgendwie geht unser WhatsApp nicht und die ganzen Social-Netzwerke funktionieren nicht. WLAN funktioniert top, aber das ist alles irgendwie dicht. Wir haben erfahren, dass hier irgendwie Unruhen sind in Sri Lanka im Moment. Buddhisten gegen Muslimen. Buddhisten gegen Muslimen haben sich da irgendwie an den Kragen, haben da irgendwie muslimische Leute irgendwie Häuser abgefackelt oder sowas, keine Ahnung. Und jetzt vermuten wir, dass das mit den Netzwerk zusammenhängt, dass sie da jetzt die Kommunikation nicht wirklich zulassen. Ja. Ausnahmezustand in Sri Lanka. Und wir sind mittendrin. Da steht irgendwie, mehr als 150 Geschäfte wurden in Brand gesetzt und die Polizei kam nicht mehr gegen die Gewalt an. Zwei Tote. Deswegen Ausnahmezustand. Naja, ich hoffe, wir kriegen davon hier nichts mit. Im Moment. Wir sehen noch nicht. Ich erstmal schön Toast. Für Sie. Bisschen Butter. Und einen schwarzen Tee. Aber auch der Nescafé kommt gleich. Thank you. It looks geil. Very good. Thank you very much. Oh, schön, ey. Ja, sieht richtig gut aus. Kann ich erstmal die Handys raus. So, wir sind jetzt unterwegs. Wir brauchen einen Transport nach Ella für morgen. Denn da kommen meine Schwester und ihr Mann und ihr Kleiner. Und dann sind wir schon zu siebt hier in Sri Lanka. Mal schauen, was für eine Transportmöglichkeit uns angeboten wird, beziehungsweise was wir uns da organisieren können. Ja. For purpose, huh? 5,500. Das ist für das Boot, ja. For the boat. Ja. And when you are four, it will be. Wahrscheinlich haben wir eine Komplettlösung jetzt gefunden. Das ist unser Auto morgen. So, wir fahren jetzt spontan mit ihm mit. Er bringt uns an einen sehr schönen Strand. Ganz spontan. Ja, heute läuft's gut. Heute haben wir alles auf einen Schlag geordert und morgen geht es zum Whale Watching. Da freuen wir uns riesig drauf. Wir sind da. Hör richtig hin, ich bin wieder allein. Ich bin wieder allein. Hör dir das an. Hier sieht's Hammer aus. Ich bin wieder allein. Drunk Music. Yeah. Hör dir das an. Arcadi. Ah, die drei probieren sich erstmal im Surfen da. Hier sind auch überall Spoiler. Da macht jemand ein Drohnenvideo.
Katja hat sich schon den Kokosnuss gegönnt. Mhm. Lecker Kokosnuss. Noch ein nettes Bad hier. Und dann geht's schon zurück. So, ab zurück mit dem Tuk-Tuk. Das ist halt eine lange Fahrt, ne? 70 Kilometer. Oh ja. Jetzt lassen wir die Drohne fliegen. Das erste Mal. Ohne Kenntnis. Und auch noch am Wasser direkt. Was? Ich reise nach Afrika, kruse durch Amerika, sonne mich in Spanien und staune über Sri Lanka. Am Strand in Kapstadt, Niagarafälle in Kanada, ein Eis in Italien, mal durch die U-Bahn in Japan. So müsste es eigentlich funktionieren. Ja, das ist jetzt unser letzter Abend hier in Tangale und morgen geht es erstmal zum Whale Watching und danach geht es rüber nach Ella und dort treffen wir dann meine Schwester, ihren Mann und ihren Sohn. Und dann sind wir wieder ein paar Leute mehr, ein neuer Ort. Dicke, 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 fette Party. Ja, denn meine Schwester wird 30 in der Zeit und das wird eine aufregende Zeit. So, denn guten Hunger und bis zum nächsten Mal. Sri Lanka gesagt. Der typische Arak. Arak. Arak, hier, ich zeig's euch mal. Einmal voll und einmal leer.